Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, heute habe ich vor, ein bisschen hier jetzt mal voranzukommen, weil in der letzten Folge haben wir ja mitbekommen, dass das hier immer mehr werden von den Ureinwohnern da, die sich tummeln. Und da müssen wir auf jeden Fall hier unsere Festung mal voranbringen, ansonsten sind wir enorm am Arsch. So, ich komme da wieder nicht durch die Tür. So. Wollen wir auch das Kamin, will ich jetzt auch mal fertig haben, den wir gestern angefangen haben, was, also in der gestrigen Folge angefangen haben, hier zu bauen. So, der ist halt hier auf der anderen Seite der Wand. Sieht man hier. Vor allem auch, ich merke gerade, die sind hier viel zu dicht an der Wand. Muss ich mal anders planen. Oder ich baue die später. Aber zuerst machen wir das. Können wir auch direkt hier oben hier kochen und so weiter. Und zum Glück sind Steine hier so schnell am Respawnen. Sind so schnell am Respawn, wollte ich sagen. So schnell am Respawn. Ah, da haben wir den fünften. Ah, herrlich. Können blöderweise auch nur fünf Stück davon gleichzeitig schleppen. Hier. Ja, komm. Zwei Baumstämme brauchen wir auch noch dafür. So. Und haben wieder fünf. So. Aber nicht gesammelt. So, noch dreimal, glaube ich, laufen. Viermal. Viermal laufen. Und den wollten wir. So. Nein. Und da ist noch einer. Und noch einer. Hey. Haben wir noch was zu essen auf Tasche? Ja, natürlich. Geil. Trinken haben wir nur nichts. Wir werden hier verdursten, wenn wir nichts organisiert kriegen. Wäre schön, wenn wir wenigstens hier wieder Regenwasser kriegen würden. Und wir sammeln können. Aber nee, das Spiel muss ja irgendwie ein Regenwasser hier nicht mehr sammeln wollen. So, zwei Steine noch. Du. Aber wir nehmen ein paar mehr. So, da ist noch einer. Komm durch. So, Steine haben wir fertig. Wie sieht denn das bisher aus hier in der Küche? Ja, sieht doch knorke aus, ne? Dann brauchen wir jetzt nur noch zwei Baumstämme. Ich würde sagen, wir, als es dunkel wird, gehen wir mal schlafen. So, ja, wir können auch schlafen gehen, das ist gut.
Oh, nee. Erstens Hunger, zweitens Durst, drittens Dunkel. Geil. Wenn jetzt noch viertens kalt wird. Okay. Und zu trinken haben wir immer noch nichts hier. So. Warte mal, sind die überhaupt noch? Ja. Noch sind sie frisch. Was können wir damit machen? Wasserschlauch, Sperrtasche, Wärmeanzug. Was braucht er alles? Ein Hasen, sechs Hirsche, vier Wildschweine und was ist das vorderste da? Und noch zwei Tücher und zwei Schnur. Ja, wir werden definitiv verdursten. Wir haben ja nichts mehr, nicht mal Alkohol. So, mein Essen. Es wäre schön, wenn wir wieder was zu trinken kriegen könnten. So, wir gehen aber den hier. Hat sich hier zumindest jetzt irgendwie was nachgeladen an Wasser? Nein. Wir werden verdursten. Ganz klar. Kann ich nicht einfach mal das Blut der Schildkröten trinken oder so? So einfach mal Kopf abhacken und dann so schön aus dem Hals schlürfen. Ganze Blut von denen. Muss ich gleich mal irgendwie gucken gehen. Definitiv in einen der Höhlen gehen. Und was zu trinken suchen. Bleibt ja nichts anderes über. Ja, wenn wir aber jetzt wieder sterben sollten, werden wir eh wieder in einer der Höhlen landen. Aber wäre schön, wenn wir halt nicht sterben und von uns aus die Höhlen erkunden können. Ah, da kommen sie wieder. Immer hier hoch. Sind das die Weißen oder die normalen? Die werden aber auch immer präsenter, ne? Obwohl so ganz stimmt das jetzt auch nicht. Die waren vor ein paar Folgen gar nicht präsent. Waren gar nicht da. Jetzt sind sie auf einmal wieder öfters da seit der letzten Folge. Was häufiger da? Ja, aber ich hätte jetzt wirklich so gerne ein bisschen was zu trinken, ja?
Wenn jetzt irgendwie mal wieder anfangen würde zu regnen oder so. Jetzt auch richtig Angst dahin zu gehen. Na, es wird wieder heller. Immerhin. Doch nur ein Baum. Nehmen den hier. Klöcker nehmen wir auch mit. Und schnell wieder rein. Die sind nicht wieder da. Und schnell die beiden noch. Wollen wir vielleicht mal in Richtung. Ja, warte mal. Eines der Siedlungen war ja genau da hinten. Lass mal in Richtung der Siedlung hingehen. Und mal die Koffer da ein bisschen hier kaputt machen und gucken, ob da nicht vielleicht doch was zu trinken ist. Denn wir brauchen irgendwas, um zu trinken, ja? Mir ist auch vollkommen egal, ob das jetzt nun Wasser ist, Alkohol, Soda oder das Blut der Schildkröten. Hauptsache was zu trinken. Obwohl, der Flugzeug war doch auch irgendwo hier hinten. Da gab es ja auch genug Koffer mit was zu trinken und so. Boah. Ja, Snacks, okay. Geht auch. Ball. Weg. Ach nö. Wir müssen jetzt genau vor mir sein. Ist das noch eine Höhle? Das hat, ja, hier ist noch eine Höhle. Gehen wir mal hier rein. Ja. Haben wir noch eine Höhle gefunden? Aha. Eine neue Höhle sogar. Haben wir noch einen Topf und noch mehr Snacks, Snacks, Snacks.
Aber ich brauche was zu trinken. Da unten was zu trinken? Ja, sehen kann ich da jetzt nichts. Achso, das sind wir. Versuche jetzt irgendwie zu horchen, ob da irgendwer ist. Ah, geht noch weiter runter. Aber immer noch nichts zu trinken. Das sind Babys. Nicht runterrutschen. Gibt's da noch mehr? Ja, Hunger haben wir jetzt auch noch. Boah, dieses Getropfte nervt ein bisschen. Warte mal. Versuch mal, das Baby zu treffen. Baby ist tot. Kommt da jetzt noch jemand? Nicht runterrutschen. Warte mal, wir gehen noch mal kurz zum Zelt. Machen uns. Oder warte, wir haben hier eh Snacks. 1, 2. Aber immer noch nichts zu trinken. Die sind essbar, die werden bald vergammeln. Ein Stück von Timmys Spielzeug, ja. Wir brauchen Wasser. Warte. Wir müssen nochmal auf die Axt wechseln. Für den Fall. So, und jetzt. So, den Fall nehmen wir wieder mit. Ja. Geht noch tiefer runter. Steinchen. Ne, wir haben Durst. Dafür haben wir keine Zeit jetzt gerade. Gehen wir wieder zurück nach oben. Hoffen, dass die Ureinwohner oben weg sind. Dann plündern wir nochmal die Koffer. Aber wir gehen dann definitiv in der nächsten Folge nochmal hier rein. Aber wir brauchen jetzt erstmal was zu trinken. Und ich hoffe, es hat auch oben geregnet draußen. Und dass dann unsere Schildkrötenpanzer endlich mal das Wasser aufgesammelt haben. So. Ja, wir verdursten gleich. Das wird schlimm. Oh. Leuchtfackeln. Haben wir auch wieder 1 Million Stück davon. Dieses Wasser können wir nicht trinken. Finde ich schade. Oh, irgendwas? Nö. Oder zumindest nicht erkennbar. Die Seite. Ja, komm. Ich habe nicht vor, jetzt hier nochmal zu verdursten. Jetzt raus hier. So. Hoffentlich sind die Ureinwohner da hinten weg. Es regnet. Ab nach Hause. Hoffentlich gibt's Wasser. Hoffentlich haben die Schildkrötenpanzer jetzt Wasser gesammelt.
Ich hoffe es so sehr. Ich will jetzt nicht den Dursttod sterben hier. Ah, da hinten ist unser Boot. Ja, natürlich wieder keine Ausdauer. Der feine Herr, der möchte erstmal ausruhen, nur weil er Durst hat. Warum haben wir so beschissen geparkt dafür, ey? So, keine Ureinwohner. Und ja, wir haben Wasser. Wir haben einen blinden Passagier. Dich nehme ich mit. Ja, du bleibst hier. Nein, nein, du bleibst hier. Hallo. Hier geblieben, ja? Du bist jetzt mein Haustier. Hallo. Nein, hier geblieben. Ey. Blöde Schildkröte. Dann geh doch einfach. Okay. Wurden wir erstmal mit runtergezogen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt eben drüben hier unseren Kamin fertig. Und schmeißen dann die anderen beiden Holzstämme irgendwo an eine Wand. Und ja, ich würde sagen, wir sehen auch zu, dass wir das da oben fertig kriegen, damit wir in eine neue Etage hoch oben bauen können. Dass wir dann so ein ganzes Wassersammelstation-Dingskirchen da machen. So aus 1 Million Schildkrötenpanzern. So dass wir nur noch so eine ganze Folge nur noch Stöcker sammeln und Schildkrötenpanzer. Und dann so wirklich eine ganze Bastion da nur aus Schildkrötenpanzern haben zum Wasser sammeln. Dass wir nie wieder verdursten werden. Ich bin auch echt heilfroh, dass jetzt auch noch angefangen hat zu regnen, ey. So. Und eingeparkt. Komm. So. Yay. So. Jetzt will ich es mir mal ansehen. Nein. Kann ich damit gar nichts machen? Lagerfeuer machen wir. Dann so ein drinne, drunter, ja. Komm. Keine fehlen mir noch. So. Komm, und noch einen fünften. So. Dann haben wir hier einen Kamin. Ah, sieht doch wunderschön aus, oder?
dann die beiden, beziehungsweise das Lagerfeuer hier unten, können wir kaputt machen. Brauchen wir nicht mehr. Komm, kaputt. Ach so, muss hier vorher erstmal hier Beschwerung von Gebäuden einschalten. So, dann können wir das wieder ausschalten. So, Steine können wir auch schon mal mitnehmen. Achso, ich dachte, da gab es noch einen. Da gibt es aber noch einen. An dem brauchen wir nicht mehr. So. Und die schmeißen wir dann mal woanders hin. Wenn wir das auch bald hier entsorgen, sobald wir oben alles fertig haben. Diese Etage auf jeden Fall fertig haben, können wir eine Etage höher auch schon anfangen, einen kleinen Hof mit Garten und alles zu machen. So dass wir hier dann noch so eine weitere Treppe, die nach oben führt, bauen. Und dann oben hier genau drüber quasi so eine Art Gebäude ist, so ein Haupthaus oder sowas. Das und dann alles da, so eine Mauer drumherum. Quasi wie so eine Burgmauer. Mit an jeder Ecke so ein Turm und in der Mitte quasi ungefähr auf dieser Höhe und dieser Höhe so eine Art Turm. Und quasi nochmal eine Mauer drumherum. Und dann oben halt die Fläche ist so für Training und was weiß ich was hier. Gartenanlage, Wasseraufbereitung und so weiter. So. Haben wir hier geschmissen. Jo. Aber als allererstes muss ja hier der ganze Mist fertig werden. Hier. Das ist ja als nächstes hier da dran, beziehungsweise erstmal die ganze Wand hier drumherum. Sobald die drumherum die Wand fertig ist, dann können wir ja schon den Fußboden oben machen, anfangen. Hier so ein Dach einfach drüber zu bauen, dann wird das wieder eine Milliarde an Holzstämme kosten. Aber egal, das ist mir wert, weil wir brauchen diese Festung. Die ist wichtig. So. Und dann machen wir von, ich würde sagen, von dem Turm, der hier drüber kommt, machen wir einen Weg auf diese Insel da, sodass wir so einen kleinen Übergangsturm da auf dem, diesen Stein da machen, dann von dem Stein da auf den Stein und dann von dem Stein auf die Insel, dass da halt so ein Übergang ist. Oder man könnte auch schauen, dass das vielleicht von hier möglich ist. Ich würde sagen, machen wir hier so, dass hier dann ein Weg darüber ist. Dann auf, machen wir da noch eine Plattform und dann von dem direkt darüber. Und dann vielleicht, ja, könnte man da irgendwie auch nochmal so runter so einen kleinen Steg machen und dann hier so eine kleine Plattform irgendwie, was weiß ich. So dass es dann mit der Treppe da runter geht. Ich habe schon Ideen, aber müssen wir auch am Ende schauen, ob das auch überhaupt alles umsetzbar ist. So. Ich würde aber auch sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Leider zu Ende die Folge. Und dann sehen wir uns halt morgen wieder in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.